Welt der fünf Augen. Künajasch, der Sturm. Die Sonne näherte sich dem Westen und zauberte lange, rötlich geränderte Schatten aufs Deck, die wie dünne Kreaturen über den Boden zu fließen schienen, während das Schiff auf Nordkurs schwenkte. Zusammen mit dem warmen Licht verließen die Schatten die Aussichtskuppel. Sofort entstand der Eindruck einer von kühlem blauem Licht angereicherten Atmosphäre, die sich rasch verdüsterte. Am Horizont vor dem Luftschiff Künajasch war der Himmel sehr dunkel. Dort ballten sich dicke Wolken zusammen, türmten sich auf zu mächtigen Gebilden, in deren Zentren grelle Lichterscheinungen zuckten. Kapitän Eschmann kam die Wendeltreppe zum Promenadendeck herunter. Die Kommandobrücke war in das Deck integriert, das die Oberseite des Bugs einnahm. Mit einer dicken gläsernen Kuppel statt des Holzmetallverbundes. So hatten die Passagiere geschützt einen weiten Ausblick, während das Luftschiff mit erstaunlicher Geschwindigkeit unterwegs war. Roden erinnerte sich an Dunyus Erläuterung zum Antrieb des Schiffes. Offensichtlich hatte sie sie dabei ordentlich untertrieben. Da steckte schon einiges mehr dahinter, um so eine Geschwindigkeit zu erreichen. Aber es war verständlich, dass die Aie nicht alles preisgab. Jedenfalls nicht Fremden gegenüber. Und schon gar nicht solchen, die sie zunächst für lebensnichtende Theaner gehalten hatte. Eines Lebensrettung allein genügte nicht, aus Unbekannten beste Freunde zu machen. Er hätte sich gerne intensiver mit der Expeditionsleiterin ausgetauscht. Wie es aussah, musste das angesichts des nahenden Unwetters verschoben werden.